Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht's um ein ganz besonderes Paket, das mir zugeflogen ist. Und zwar ist es von den Bergbullies. Da ist was richtig Cooles drin und ich würde sagen, wir schauen jetzt zusammen einfach mal rein. So, das Allerwichtigste natürlich zuerst. Hier sind neben ein paar coolen Stickern drei Packungen Haribo dabei. Ganz lieben Dank dafür. Auf jeden Fall ein guter Einstieg. Okay, also das schaut mir mal nach einem richtig coolen Sorglos-Paket aus. Die haben nicht nur Sikaflex dazu gepackt, nein, es sind sogar Handschuhe dabei, damit das ganze Zeug nachher nicht an den Händen klebt. Und ich glaube, ihr könnt schon wissen, um was es geht. Ich mache mir einen Gerätehalter an die Seite vom Rudi hin. Hier sind zwei so Airline-Schienen. Die kommen oberhalb und unterhalb vom Fenster hin. Und dann kommt der Kanister und der Grill, der früher hier hinten drauf war, an die Seite. Da freue ich mich richtig drauf. Und jetzt geht es erstmal dran zu gucken, wo, wie, was hinkommt. Okay, also eigentlich gibt es gar nicht so viele Optionen. Eine Schiene ist ein bisschen länger wie die andere. Die kommt offensichtlich unten hin, also die lange unten, die kurze oben. Dann würde ich sagen, machen wir da mal ein paar Löcher rein und dann gucken wir mal, wo genau die hinkommen. Ich habe jetzt in die Schienen je drei Löcher gebohrt und die Löcher auch versenkt, so dass die Schrauben, das sind übrigens Edelstahlschrauben, später ordentlich glatt von der Oberfläche her sind, damit die Schuhe, wo nachher die ganzen Sachen dran befestigt werden, ich weiß nicht, wie die Dinger richtig heißen, auch noch verschoben werden können. Ich habe jetzt hier mal so drei Halterungen montiert, damit ich die Löcher gleich anzeichnen kann, beziehungsweise die Punkte, wo die Löcher hinkommen. Was ein bisschen tricky ist, ist, dass das Fenster am Auto nicht in einem rechten Winkel nach hinten läuft und deswegen auch die zwei Schienen nicht genau parallel zueinander laufen. Ist aber kein Problem, weil hier sind Langlöcher drin, heißt, das kann man anpassen. Und was auf jeden Fall Sinn macht, ist, wenn man nochmal eine helfende Hand hat, um jetzt die Löcher anzuzeichnen. Und das wird jetzt gemacht. So, die Punkte, wo die Löcher hinkommen, sind offensichtlich angezeichnet. Und jetzt kommt nur wieder die Nummer mit in die Karosserie bohren. Ich habe da immer so richtige Abneigung davor, aber es führt kein Weg dran vorbei. So, da hat man Angst, das Auto zu zerstören und da schmiert man erstmal die Kamera ab. Muss mal das Stativ ein bisschen sicherer stellen, dann geht's weiter. So, die Löcher sind in der Karosserie. Ich habe einmal vorgebohrt und dann mit der richtigen Größe nachgebohrt, dass dieses Schraubgewinde nachher gut drin sitzt. Und jetzt kommt eigentlich eine wichtige Sache, und zwar die richtige Rostprävention. Ich benutze jetzt Bruno Epoxy als Grundierung. Das ist echt ein richtig gutes Zeug, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kommt ein bisschen Lack drüber. Heute hat es hier 30 Grad. Das sollte relativ schnell trocken sein. So, die Löcher sind jetzt grundiert und lackiert und es ist alles trocken und jetzt kommen da diese Gewindenieten rein. Thank you.
So, ich würde mal sagen, die zwei Teile sind dran. Das hat ganz gut funktioniert. Ich muss sagen, im Nachhinein hätte ich das mit dem Klebeband gar nicht mehr gemacht. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, bekommt man das so ganz gut hin. Und ich habe jetzt auch oben und unten nochmal eine saubere Fuge gezogen, ohne Klebeband. Das ging richtig gut. Die ganzen Leisten haben ja so einen kleinen Abstand durch diese Nieten, die da drin sind, gerade von so einem knappen Millimeter. Und das ist eine richtig gute Dicke für Sikaflex, damit es gut abbinden kann. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Und dann kommt da natürlich noch ein bisschen was hin. So, das Sikaflex ist getrocknet. Ich bin jetzt ein paar Tage so rumgefahren und jetzt geht's an die Montage des eigentlichen Gerätehalters. Okay, ein kleines Learning für zwischendurch. Ich habe die Dinger jetzt wie wild hingeschraubt und habe jetzt gerade erst festgestellt, dass die zwei Seiten haben. Heißt, die kann man entweder so rum oder andersrum montieren. Und nur eine Richtung macht Sinn, und zwar die mit den längeren Schenkeln oben. Dann passt es auch viel besser zur Karosserieform. So, der Kanisterhalter ist schon mal dran. Das war wirklich super easy, könnte nicht einfacher sein. Für den Grill habe ich hier solche Gewindestangen auf 7 cm zugesägt. Die kommen hier rein, damit man später den Grill einfach quasi von vorne draufstecken kann. Und hier hinten ist übrigens mein fleißiger Helfer des Tages. Der Gerätehalter ist drauf, festgeschraubt und bestückt. Ich bin richtig zufrieden und wie immer zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal im Detail. So, ihr Lieben, die erste Fahrt mit dem Gerätehalter ist getan. Man hört auf jeden Fall gar nichts davon, irgendwie Windzug oder irgendwas. Ich habe noch eine kleine Änderung vorgenommen, und zwar habe ich den Spaten hier von der Seite weggenommen. Das fand ich nämlich höchst unaerodynamisch und habe den hier hinten zu der Box dazu gemacht. Ich finde, da passt der auf jeden Fall viel besser. Also was ich auf jeden Fall richtig gut finde, ist, dass der Grill fürs offene Feuer hier außen dran ist. Dann trägt man den ganzen Dreck und Ruß nicht irgendwie mit ins Auto rein, sondern das ist einfach draußen und der wird natürlich gewaschen. Mein persönliches Highlight ist aber der Frischwasserkanister. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, 20 Liter mehr dabei zu haben und können richtig einfach den Kanister von drin damit füllen. Ich zeige mal, wie das funktioniert. Das Ganze eignet sich aber auch richtig gut zum Händewaschen, Zähne putzen, Haare waschen und das Allerbeste, wenn der Tank mal leer ist, können wir den Tank mit dem Tank von drinnen wieder auffüllen, und den Tank von drinnen haben wir ja gerade mit dem Tank aufgefüllt, und ich glaube, das bedeutet im Umkehrschluss, dass uns jetzt nie wieder das Wasser ausgehen kann. Der Grill lässt sich übrigens mit diesen Sternschrauben ganz einfach lösen und wegmachen und ist somit immer ultra schnell einsatzbereit.
Viele von euch fragen sich jetzt bestimmt, wie sieht das Ganze eigentlich TÜV-technisch aus? Ohne Gewähr gebe ich euch jetzt das mit, was ich rausgefunden habe. Und zwar zählt das Ganze als Ladung und das ist so lange okay, wenn erstens das Ganze mit dem Bordwerkzeug demontiert werden kann, zweitens das Ganze nicht zur Fahrzeugbreite aufträgt, heißt das Ganze darf nicht breiter sein wie die Außenspiegel und das Fahrzeug nicht in seiner Gänze breiter machen. Und drittens, es dürfen daran keine scharfkantigen Teile befestigt werden und alles muss einen Mindestradius von 5 mm haben. Abschließend kann ich sagen, dass ich wirklich mehr als zufrieden bin mit diesem Gerätehalter. Der ist nicht nur praktisch, der sieht auch richtig gut aus. Ein großer Dank geht nochmal an die Bergbullis, die uns den zur Verfügung gestellt haben, um für euch ein cooles Einbauvideo zu machen. Und damit wir zukünftig hoffentlich genug Wasser dabei haben können, schaut auf jeden Fall mal bei denen in den Shop. Das Ganze verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Lasst ein Like dafür da, da freuen wir uns. Und lasst gerne auch ein Abo für den Kanal da, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.